Salü und Salo, hier ist wieder euer Micha von der Bierkoch. Heute macht man grünen Nudelteig. Für den grünen Nudelteig haben wir einmal 200 Gramm Hartweizengrieß, 200 Gramm 550er Mehl, 1 Teelöffel Salz, mach ich mal rein. 2 Esslöffel Olivenöl, die kommen gleich rein. 200 ml warmes Wasser und Kräuter. Es gibt zwei Möglichkeiten, einmal Spinat, das kennt ihr meistens. Die andere Möglichkeit ist halt mit frischen Kräutern zu arbeiten. Auch hier gibt es dann wiederum zwei Verarbeitungsmöglichkeiten. Einmal ist eine Spinat- oder Kräutermatte zu kochen. Das ist so klassisch hergestellt, dafür wird alles einmal aufgekocht, ausgepresst. Ich finde das eigentlich ein bisschen unmodern. Heutzutage haben die Stabmixer, die wesentlich feiner pürieren können wie damals. Und dann können wir das wirklich die ganzen Kräuter mitverarbeiten. Lieber so ein paar Kräuterstückchen drin, dafür haben wir frische Kräuter mit allen Inhaltsstoffen. Viel gesünder. So, was haben wir hier? Wir haben hier Brennnesseln. Die kommen manchmal ganz rein. Das sind nur die jungen Triebspitzen. Gerade jetzt im Winter ist das schon wichtig. Die sind natürlich gewaschen, sonst könnte ich sie so nicht anfassen. Bei der Ernte müsst ihr dann gucken, ne, ob ihr Handschuhe verwendet oder Schüssel drunter steht. Salbei. Das ist natürlich jetzt auch eine sehr geschmacksintensive Variante. Das ist eine Nudel, die allein schon solo sehr gut schmeckt. Selleriegrün. Liebstöckel. Kräuter sind natürlich austauschbar. Petersilie zum Beispiel passt natürlich auch hervorragend, gerade glatte Petersilie. So, und hier habe ich kein Kraut, das ist Stielmus. Das ist so ein bisschen auch Spinatersatz jetzt. Im Rheinland kennt ihr das bestimmt. Das ist ein altes rheinisches Gemüse. Habe ich auch schon mal ein extra Rezept drüber verblockt. Schon eine schöne Sache. Was können wir noch dazu machen? Ein bisschen Muskat. Gerade mit den Grünnudeln finde ich, schmeckt das sowieso sehr gut. Schreiben wir das mal rein. Okay, jetzt kommt unser Wasser. Unser warmes Wasser auf die Kräuter. Schon genau abgemessen. Während sie ganz fein püriert. Jetzt einmal verrühren, macht ihr euch in der Mitte so eine Mulde, dann gießt ihr das grüne Wasser hinein, dann ganzen Kräuter ganz rein, wir haben ja alles abgemessen, das Olivenöl oben drauf, macht den Teig einfach geschmeidiger. Viele Rezepten fehlt es, ich finde es für sehr wichtig. Gerade in Rezepten ohne Ei. Das ist unabdingbar. Da arbeiten wir von der Mitte zum Rand hin. Guckt mal hier. Das ist ein Kernig. Einmal gut anrühren, bis sich ein größerer Klumpen gebildet hat. Und dann muss das Ganze einmal kurz auf den Tisch. Und wird verknetet. Ne? Aufpassen, dass uns nichts runterfällt.
merke jetzt, dass tatsächlich der Teig etwas zu feucht ist. Woran merke ich das? Er klebt noch so ein bisschen stark auch hier dran. Und noch ein bisschen Mehl. Mehl oder Hartweizengrieß, was ihr als Griff parat habt. Ich habe jetzt das 550er Mehl hier. Aber ihr werdet das einfach feststellen. Es ist immer, das sind Naturprodukte. Auch Mehl und Grieß ist ein Naturprodukt. Es verhält sich immer alles eine kleine Nuance anders. Es gibt nicht das hundertprozentige Rezept. Das sind ja Nuancen. Was habe ich jetzt? Ich habe zu viel Mehl raufgekippt. Tatsächlich waren es wahrscheinlich 20 Gramm, die ich jetzt hier mehr gebraucht habe. So. Ich hole jetzt auch mal ein Messer, um euch zu zeigen, wie schön der Teig von innen aussieht. Auf. Durch und durch grün. So sollte er sein. Eine herrliche Sache. Boah, der duftet natürlich nach diesen Kräutern. Jetzt schön so eine Kugelform. So. Geht er in der Frischhaltefolie. Einpacken. Für eine Stunde. Dann könnt ihr weiterarbeiten. Relativ einfach zu machen. Grüner Nudelteig.